Hammer. Ist zwar nicht Elvis Marke, aber was wollen Sie trinken, Herr Kranzler? Ich hätte gerne Orangensaft. Orangensaft und Cola. Wasser. Wasser. Ja, Frau Jeute, Sie werden ja im Haus bei sich, Cola kommt noch dazu, gucken Sie nicht so böse. Sie werden ja im Hause... Eis? Eis? Lieber Gott, Eis haben wir auch. Sie werden im Hause als Frau Presley angeredet. Aber selbstverständlich. Und Sie sind ja durch die Presse gegangen, vielfach. Sie sind entdeckt worden als Toilettenfrau in einem Hamburger Lokal. Wie heißt es noch? Ballhaus Barmbek. Und jetzt treten Sie auf mit Elvis-Imitationen zum Vollplayback. Wie hat sich das entwickelt? Von 17 Jahren an sind Sie, glaube ich, Fan, ne? Elvis-Fan. Ja, mit 17 bin ich Fan, ja, genau. Wie hat sich das, kam das wie ein Blitz oder allmählich? Nee, das kam Silvester plötzlich. Hatte ich die Idee. Und da habe ich gesagt, jetzt oder nie, habe ich gedacht. Ja. Genau. Ne? Er musste auch den King of Rock'n'Roll mal ein bisschen ehren, ne? Ja. Er war doch gut in seiner Musik und alles, der ne? Der war hervorragend. Ja. Find keine Cola. Da gibt's keinen zweiten Ball. Wie war wieder? Der so rocken tut, trotz der schlanken Figur, ne? Das ist fabelhaft. Ja. Und Sie haben, Elvis hat richtig Ihr Leben verändert, denn Ihr Mann hat das nicht so mitgemacht, ne? Nee, den haben nach Hause geschickt. Ja. Der hat aber vorher Ihre... hier, ne? Der hat aber vorher noch Ihre 500 Platten kaputt gemacht, Ihr Mann, ne? Ja, dafür hat er Birne gekriegt.